Guten Morgen an einem Sonntag, an einem verregneten Jänner. Ich bin gerade unterwegs zum österreichischen Parlament. Das lade zum Tag der offenen Tür ein, um die Räumlichkeiten, die Ehrwürdigung zu besichtigen. Dieses wurde jetzt die letzten 5 Jahre renoviert um ca. 400 Millionen Euro. Nun, ich nehme euch dabei mit. Viel Spaß beim Zuschauen und wenn euch das Video gefällt, abonniert meinen Kanal und folgt mir. Wie man sieht, schon Massen an Leuten hier. Um 10 Uhr in einer halben Stunde ist Eröffnung. Jetzt heißt es erstmal warten, warten, warten. Jetzt nach 2 Stunden Wartezeit im Regen geht's endlich hinein. Füße sind schon eingefroren. Es hat wirklich Zeit, ins Warme zu kommen. Also sonst frieren wir komplett ein, aber hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Durch die strengen Sicherheitskontrollen gekommen. Jetzt geht's an die Besichtigung. Ziemlich viel los, also das Angebot des Tages der offenen Tür wird sehr häufig genutzt hier heute. Oh, des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Optisch haben Sie hier eine Kombination aus zweierlei Dingen, die Sie in vielen Räumen des Gebäudes heute sehen werden, nämlich alt und neu, modern und klassisch. Sie haben einerseits historische Stuckdecken, historische auch Kristallglasluster, die alles saniert wurden und jetzt ergänzt wurden mit moderner Technik bzw. auch mit moderner Kunst, in dem Fall von zeitgenössischen österreichischen Malern alles. Der konkrete Arbeitsort von Herrn Sobotka ist übrigens hier. Er steht nämlich grundsätzlich gerne beim Arbeiten. Deswegen gibt es auch einen klassischen Schreibtisch hier drin. Es sind zwar Besprechungen, kleinere Besprechungen hier drinnen, aber er hat keinen Schreibtisch, weil er von hier aus arbeitet. Das ist ein Schreibtisch, ein Stehtisch und auch dieses Stehpult. Einen großen Teil des Tages ist er ohne diese Sitzungen, die er ja auch als Präsident des Nationalrats hier leiten muss im Haus. Und tatsächlich ist auch der nächste Raum, in den Sie jetzt dann gleich kommen werden, im Rundgang, jener Raum, wo der Herr Sobotka sehr oft Sitzungen leitet, nämlich der große Sitzungssaal des Nationalrats. Mhm. Echte Ledersitze. Jeder hat einen kleinen Bildschirm. Alle Abgeordneten sitzen da. Also in Wirklichkeit schaut das alles viel kleiner aus als im Fernsehen. Man hat das viel größer vorgestellt. Hier werden die ganzen Nationalratssitzungen abgehalten. Merkst du nur, dass die Wände sind wie ein Stab? Mhm. Übrigens, der Architekt des Parlaments ist der Theophil Hansen, der auch das Schloss Hernstein mit gebaut hat. Jetzt
Empfangssalon. Hier sind wir nun in Bösendorf verfügt, der um 3000 Euro Miete im Monat angemietet wurde. Also stolze 36.000 Euro im Jahr. Und hier können Politiker oder auch andere Menschen sich am Klavier üben. Einfach die wunderschönen Räumlichkeiten auf sich wirken lassen. Überall wurde neuer Fußboden verlegt. Hier auch im Bundesrats, des Büros vom Bundesratspräsidenten. Parlamentsgebäude. Wirklich beeindruckend. Man kommt sich vor, als wäre man im Theater. Die original alten Tische. Da war früher das Tintenfass drinnen, was? Und was war da? So, einfach die alten Tische. Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier in Ihrem Haus und unser aller Parlament mit vielen Möglichkeiten, sich einzubringen, sich aufzunehmen und auch zu loben. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, eines noch, weil es jetzt auch in den Medien war in den letzten Tagen, dass es ja theoretisch gäbe, es ja sowohl im Nationalrat als auch im Bundesrat die Möglichkeit einer elektronischen Abstimmung. Es ist nach wie vor bei uns so, dass mit dem Aufstellen Sitzumfragen oder Handzeichen abgestimmt wird. Die ersten Angebote für pneumatische oder elektrische Abstimmungsmöglichkeiten haben wir 1877 bekommen. Und damals hieß es schon, bis wir die installieren, wir müssen auch mit Aufstellen Sitzumfragen helfen. Ich habe gelernt, es gibt das Provisorium und jetzt besonders lange da ist das Providurium. Man schnuppert hier Theateratmosphäre irgendwie von der Aufmachung her. Wunderschön.
für das Herzstück des Parlaments, die Säulenhalle. Hier findet man die Vertreter aller Parteien. Natürlich gibt es Parteigeschenke auch. Das hier ist aus reinstem Marmor. Aus einem Marmorblock sind diese Säulen hier gefertigt. Ein Wahnsinn. Wirklich gigantisch. Jetzt geht es in das Obergeschoss. Also wurde wirklich sehr viel Geld hier hineingesteckt. Man sieht es. Also wenn Sie zu mir sind und Sie wollen zuschauen und zuhören, dann würden Sie hier in die Galerie im zweiten Stock kommen. Also ein Stock weiter unten. Wir sind im neuen Besucherzentrum oberhalb vom Nationalratssaal und hier haben wir die Möglichkeit, durch eine Glasscheibe nach unten zu sehen und diese Versammlungen zu beobachten. Ich beeindrucke mich. Und natürlich hier das erste von mir. Kann man genau beobachten, was entschieden wird für welche neuen Gesetze. Es gibt auch die Möglichkeiten, hier sich Briefmarken und Münzen zu holen. Hat halt einen Sammlerwert dann. Die Münzen, 5-Euro-Münzen, wurden übrigens aus dem eingeschmolzenen Kupferdach, was durch dieses Glasdach ersetzt wurde, werden diese Münzen aus dem Kupfer gedruckt. Das ist das Besondere dran. Ja. Natürlich alles auch barrierefrei. Man sieht mehr und mehr, wo die über 400 Millionen reingeflossen sind. Hier am Dach des Parlaments. Jetzt wieder im ersten Untergeschoss angekommen, den Rundgang eigentlich schon fast wie beendet. Und hier erfährt man noch etwas über die Geschichte des Hauses. Auf einem hessischen Sonderhof der SS angezogen, das Schwarze Chor, wird ein Aufruf zu seiner Familie. Hier hat man wirklich sehr viel Geschichtliches. Schulgassen vor allem gemacht, um für die Weiterbildung der Politik etwas zu machen. Prägende Ereignisse in der Weltgeschichte. Hier kann man interaktiv etwas Geschichtliches erfahren. Thank you.
auch schon als Kind der Politik bei uns zu Hause immer hergestellt gehört. Herr Sobotka, sehr freundlich zu den Gästen. Hier im Untergeschoss gibt es auch eine Cafeteria. Und hier geht es weiter zur Bibliothek. Wir befinden uns in der Bibliothek im Untergeschoss des Parlaments. So, jetzt nach 3 Stunden im Parlament geht es wieder hinaus. Es war sehr informativ und kann ich nur jedem empfehlen, am nächsten Tag der offenen Tür auch vorbeizuschauen. Wenn euch das Video gefällt, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Übrigens, die Schlange wird nicht weniger. Es kommen immer laufend Leute noch, auch bei strömendem Regen.